Herr Professor Beierhaus, Sie sind ein Weltmensch. Sie haben in Schweden Theologie studiert, Sie haben Ihre Doktorarbeit in Schweden verfasst, Sie waren in Südafrika beruflich tätig, Sie haben Ihren Ehrendoktortitel in den USA erhalten, sind weltweit als gefragter Redner unterwegs und jetzt wohnen Sie im Schwabeländle, nahe bei Tübingen. Kann man von dort aus auch die Welt verändern, verbessern? Also an für sich glaube ich überhaupt nicht daran, dass Menschen die Welt verändern können. Wir sind gerade im Streit mit einer theologischen Richtung, die sich die Transformatoren nennen. Aber ich glaube in der Tat, dass das alte Wort Gebet verändert die Welt, dass das noch seine Gültigkeit hat. Denn Gott selber will ja eingreifen und es gibt viele Stellen, wo er aus Altem Neues gemacht hat. Durch den Herrn Jesus Christus, der die Menschen erlöst hat. Und daran mitzuwirken, daran sehe ich meine Aufgabe, weil ich ja, wie gesagt, in der Mission tätig gewesen bin und auch die Missionswissenschaft als meinen Beruf erwählt habe. Das ist ja spannend. Ein Professor, der betet, ein Theologieprofessor, der verfasst schlaue, dicke Bücher, der hält große Reden und bringt viele junge Doktoranden zum Erfolg. Und Sie sind ein Mann des Gebetes, trotz all dem?